Meine lieben Brüder und Schwestern, genau wie Sie bin auch ich vom Geist berührt worden. Ich wurde erbaut und inspiriert durch die Botschaften, die wir während dieser Versammlung bereits gehört haben. Ich möchte mich bei all denen bedanken, die Werkzeuge in den Händen des Herrn gewesen sind und die uns Kraft zukommen lassen haben. Ich bin dankbar dafür, dass ich an diesem Ostersonntag vor dieser Zuhörerschaft sprechen darf. Heute feiern wir gemeinsam mit anderen Christen die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Für uns Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage ist die buchstäbliche Auferstehung Jesu Christi eine Säule unseres Glaubens. Weil wir die Berichte in der Bibel und im Buch Mormon über die buchstäbliche Auferstehung Jesu Christi für wahr halten, halten wir auch die zahlreichen Schriftstellen für wahr, aus denen hervorgeht, dass alle Menschen, die je auf der Erde gelebt haben, ebenfalls auferstehen werden. Durch diese Auferstehung erhalten wir das, was der Apostel Petrus eine lebendige Hoffnung nennt. Diese lebendige Hoffnung ist unsere Überzeugung, dass der Tod nicht das Ende unserer Persönlichkeit ist, sondern nur ein notwendiger Schritt im barmherzigen Plan unseres Vaters im Himmel zur Errettung seiner Kinder. Dieser Plan erfordert einen Übergang von der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit. Von zentraler Bedeutung für diesen Übergang sind das Abendlicht des Todes und der herrliche Morgen, der durch die Auferstehung unseres Herrn und Erretters möglich ist, die wir an diesem Ostersonntag feiern. In einem großartigen Kirchenlied, dessen Text von Eliza R. Snow verfasst wurde, singen wir: Wie groß, wie herrlich und wie schön ist der Erlösungsplan, wo Lieb, Gerechtigkeit und Gnad uns führen Himmel an. Um dazu beizutragen, dass wir dank des Erlösungsplans Himmel angeführt werden, kommen wir zu Versammlungen zusammen, darunter diese Konferenz, bei denen wir einander unterweisen und Mut machen. Ich habe mich gedrängt gefühlt, heute Vormittag als Thema meiner Ansprache Almas Worte an seinen Sohn Helaman zu verwenden, die im Buch Mormon aufgezeichnet sind. Durch Kleines und Einfaches wird Großes zustande gebracht. Das Evangelium Jesu Christi lehrt uns vieles Kleines und Einfaches. Wir müssen daran erinnert werden, dass all dieses scheinbar Kleine über einen längeren Zeitraum hinweg insgesamt Großes zustande bringt. Es hat zu diesem Thema schon viele Ansprachen von Generalautoritäten und anderen geachteten Lehrern gegeben. Das Thema ist so wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass ich erneut darüber sprechen soll. Daran, wie stark sich Kleines und Einfaches im Laufe der Zeit auswirkt, wurde ich durch etwas erinnert, was ich bei einem Morgenspaziergang sah. Hier ist die Aufnahme, die ich gemacht habe. Der dicke und feste Beton des Bürgersteigs ist brüchig geworden. Ist das die Folge eines großen und wuchtigen Stoßes von unten? Nein. Diese Risse hat das langsame, allmähliche Wachstum einer der Wurzeln verursacht, die vom angrenzenden Baum ausgehen. Hier ist ein ähnliches Beispiel, das ich in einer anderen Straße sah. Die Stoßkraft, die den schweren Beton dieser Bürgersteige brüchig gemacht hat, war zu gering, um die Auswirkungen pro Tag oder gar nur pro Monat messen zu können. Aber im Laufe der Zeit war ihre Wirkung ungeheuer groß. Genauso verhält es sich mit der im Laufe der Zeit großen Wirkung des Kleinen und Einfachen, das uns in den Heiligen Schriften und von den lebenden Propheten vermittelt wird. Denken Sie nur an das Schriftstudium, das wir zu einem Teil unseres täglichen Lebens machen sollen. Oder denken Sie an das persönliche Gebet und an das Familiengebet auf den Knien.
Beide werden von glaubenstreuen Heiligen der letzten Tage regelmäßig gesprochen. Denken Sie an das Seminar für die Jugendlichen und Institutskurse für die jungen Erwachsenen. Zwar erscheint jede dieser Aktivitäten vielleicht klein und einfach, aber im Laufe der Zeit führt sie zu eindrucksvollem geistigen Auftrieb und Wachstum. Dazu kommt es, weil all dieses Kleine und Einfache zur Folge hat, dass der Heilige Geist mit uns ist, der Zeuge, der uns erleuchtet und zur Wahrheit führt. Eine weitere Quelle geistigen Auftriebs und Wachstums besteht darin, stets umzukehren, sogar von scheinbar nur kleinen Übertretungen. Unsere eigenen inspirierten Selbsteinschätzungen lassen uns erkennen, inwiefern wir Erwartungen nicht erfüllen und wie wir uns bessern können. Wir sollten jede Woche auf diese Weise Umkehr üben, bevor wir vom Abendmahl nehmen. Einige Themen, die man bei diesem Umkehrprozess bedenken muss, werden im Kirchenlied »Hab ich Gutes am heutigen Tag getan« angesprochen. »Hab ich Gutes am heutigen Tag getan«. Half ich jemand in Kummer und Plag? Ward getröstet ein Herz und gelindert ein Schmerz? Wenn nicht, war mir nutzlos der Tag. Und ward einem Menschen heut leichter die Last, weil willig und helfend ich nahm? Wenn ein Armer, ein Müder, stand zagend am Weg, war mit meiner Hilfe ich da? Gewiss ist all dies etwas Kleines, doch gewiss ist es auch ein gutes Beispiel dafür, was Alma seinem Sohn Helaman erklärt hat. Und der Herr Gott wirkt durch Mittel, um seine großen und ewigen Zwecke zu Wege zu bringen, und durch sehr kleine Mittel bringt der Herr die Errettung vieler Seelen zu Wege. Präsident Stephen C. Wheelwright verdeutlichte einer Zuhörerschaft an der Brigham Young Universität Hawaii Almas Worte auf folgende inspirierte Weise. Alma bestätigt seinem Sohn, dass das Muster, dem der Herr folgt, wenn wir Glauben an ihn ausüben und im Kleinen und Einfachen seinen Rat befolgen, in der Tat darin besteht, dass er uns täglich mit kleinen Wundern und im Laufe der Zeit mit wunderbaren Werken segnet. Elder Howard W. Hunter hat gesagt, im Vergleich zu den Dingen, die die Welt mit Größe in Verbindung bringt, sind es die täglichen Aufgaben, die den größten positiven Einfluss auf das Leben anderer haben. Eine überzeugende weltliche Erläuterung dieses Grundsatzes hat Dan Coats, ehemaliger Senator von Indiana, beigesteuert. Er hat geschrieben, die einzige Vorbereitung auf eine höchst wichtige Entscheidung, die ein Leben oder sogar ein Land verändern kann, besteht aus diesen Hunderten und Tausenden fast unbewussten, die Persönlichkeit bestimmenden und scheinbar unbedeutenden Entscheidungen, die man für sich ganz allein trifft. Zu diesen scheinbar unbedeutenden privaten Entscheidungen gehört, wie wir unsere Zeit nutzen, was wir uns im Fernsehen und im Internet ansehen, was wir lesen, die Kunst und die Musik, mit der wir uns bei der Arbeit und zu Hause umgeben, wie wir unsere Freizeit gestalten und wie wir unsere Verpflichtung, ehrlich zu sein, in die Tat umsetzen. Etwas scheinbar Kleines und Einfaches besteht auch darin, dass wir im Umgang mit unseren Mitmenschen höflich und aufmunternd sind. Nichts von all diesen erstrebenswerten Kleinen und Einfachen verhilft uns zu Großem, wenn wir es nicht auch stets und beständig ausführen. Präsident Brigham Young hat einer Aufzeichnung zufolge gesagt, unser Leben besteht aus kleinen, einfachen Situationen, die sehr wichtig sind, wenn man sie zusammenfügt und die schließlich das ganze Leben des Betreffenden ergeben.
Wir sind von medialen Einflüssen und Kulturverfall umgeben, die uns veranlassen, unsere Maßstäbe zu senken, wenn wir dem nicht beständig entgegenwirken. Damit wir unser Boot gegen den Strom auf unser ewiges Ziel zubewegen, müssen wir stets weiterrudern. Es ist dabei hilfreich, Teil eines Teams zu sein, das gemeinsam rudert. Dies lässt sich durch diese Aufnahme von einer Mannschaft in Aktion veranschaulichen. Führen wir dieses Beispiel einmal weiter. Dann erkennen wir, dass die Strömungen so stark sind, dass sie uns stromabwärts in Richtung eines Ziels tragen, das wir nicht anstreben. Wenn wir nicht beständig versuchen, voranzukommen, können wir diesem Ziel nicht entgehen. Nachdem er von einer scheinbar unbedeutenden Begebenheit erzählt hatte, die aber weitreichende Folgen gehabt hatte, schrieb Nephi: Und so sehen wir, dass der Herr durch kleine Mittel Großes zu Wege bringen kann. Im Alten Testament gibt es ein eindrucksvolles Beispiel dafür. Wir lesen dort, dass die Israeliten von Feuerschlangen heimgesucht wurden. Viele Menschen starben an den Schlangenbissen. Als Mose um Hilfe betete, wurde er dazu inspiriert, eine Schlange aus Kupfer zu machen und sie an einer Stange aufzuhängen. Wenn nun jemand von einer Schlange gebissen wurde und zu der Kupferschlange aufblickte, so blieb er am Leben. Es war nur etwas sehr Kleines und doch hatte es etwas so Wunderbares zur Folge. Als Nephi denjenigen, die sich gegen den Herrn auflehnten, dieses Beispiel nahebrachte, erklärte er jedoch: Der Herr hatte zwar einen einfachen Weg bereitet, wie sie geheilt werden konnten, aber weil der Weg so einfach war, ja, weil er so leicht war, gab es viele, die zugrunde gingen. Dieses Beispiel und diese Lehre erinnern uns daran, dass der Umstand, dass der Weg einfach oder die gebotene Aufgabe leicht ist, nicht bedeuten kann, dass der Weg oder die Aufgabe unwichtig dafür ist, dass unsere rechtschaffenen Wünsche in Erfüllung gehen. Ebenso kann schon, dass wir mit einer kleinen Tat Ungehorsam an den Tag legen oder es auch nur in geringem Maß versäumen, rechtschaffene Gewohnheiten zu pflegen, eine Auswirkung nach sich ziehen, die zu vermeiden wir angehalten wurden. Das Wort der Weisheit ist dafür ein gutes Beispiel. Die Auswirkung einer einzigen Zigarette oder eines einzigen alkoholischen Getränks oder einer einzigen Dosis einer sonstigen Droge kann wohl nicht gemessen werden. Aber im Laufe der Zeit ist die Auswirkung groß und möglicherweise unumkehrbar. Denken Sie daran, wie im Bürgersteig Risse entstanden, weil sich die Wurzel des Baumes allmählich ausdehnte. Eines ist gewiss: Die furchtbaren Folgen, die es hat, wenn man etwas konsumiert, was abhängig macht, etwa Drogen, die unseren Körper angreifen, oder pornografisches Material, durch das wir entwürdigende Gedanken haben, können völlig vermieden werden, wenn wir es nie zum ersten Mal dazu kommen lassen, ohne Ausnahme. Vor vielen Jahren hat Elder M. Russell Ballard der Zuhörerschaft bei einer Generalkonferenz erklärt, inwiefern sich Kleines und Einfaches negativ und zerstörerisch auf die Errettung eines Menschen auswirken kann. Er hat gesagt: Wie schwache Fasern, die einen Faden, dann einen Strang und schließlich ein Seil bilden, kann vieles Kleines miteinander verbunden zu stark werden, als dass es sich zerreißen ließe. Uns muss stets bewusst sein, welch großen Einfluss Kleines und Einfaches darauf haben kann, inwieweit jemand Geistigkeit entwickelt. Zugleich muss uns bewusst sein, dass der Satan Kleines und Einfaches einsetzt, um uns zu Verzweiflung und Elend zu führen. Präsident Wheelwright sprach gegenüber einer Zuhörerschaft an der BYU Hawaii eine ähnliche Warnung aus. Wenn man es versäumt, das Kleine und Einfache zu tun, wankt der Glaube. Kommt es nicht mehr zu Wundern und der Fortschritt hin zum Herrn und seinem Reich wird zunächst zurückgestellt und fängt dann an, sich zu verflüchtigen. An die Stelle des Strebens nach dem Reich Gottes treten zeitlichere Betätigung und weltliche Bestrebungen.
damit wir uns gegen die zusammenwirkenden negativen Auswirkungen schützen, die einen zerstörerischen Einfluss auf unseren geistigen Fortschritt haben, müssen wir uns an das geistige Muster des Kleinen und Einfachen halten. Elder David A. Bednar hat bei einer Frauenkonferenz an der BYU gesagt, vieles darüber, was es mit diesem geistigen Muster auf sich hat und wie wichtig es ist, kann uns das Vorgehen zeigen, Wasser sehr langsam auf das Erdreich tropfen zu lassen. Im Gegensatz dazu, große Wassermengen auszugießen oder zu versprühen, wo dies gar nicht erforderlich sein mag. Er hat erklärt, die beständig abgegebenen Wassertropfen sickern tief ins Erdreich und sorgen dort für einen hohen Feuchtigkeitsgrad, bei dem die Pflanzen gedeihen können. Wenn wir in ähnlicher Weise zielgerichtet und beständig Tropfen geistiger Nahrung erhalten, kann sich das Evangelium tief und fest in unserer Seele verwurzeln, immer mehr Raum gewinnen und außergewöhnliche und köstliche Früchte hervorbringen. Er sagte weiter, das geistige Muster, das Kleines und Einfaches, Großartiges zustande bringt, bewirkt Beständigkeit und Standhaftigkeit, tiefe Hingabe und eine weitreichendere Bekehrung zum Herrn Jesus Christus und zu seinem Evangelium. Der Prophet Joseph Smith hat diesen Grundsatz mit Worten erklärt, die heute im Buch Lehre und Bündnisse stehen. Niemand soll das für eine Kleinigkeit halten, denn es gibt vieles, was die Heiligen betrifft und was von dem allen abhängt. Im Zusammenhang mit den ersten Bestrebungen, die Kirche in Missouri aufzurichten, riet der Herr zu Geduld, denn alles muss zu seiner Zeit geschehen. Dann verkündete er diese großartige Lehre. Darum werdet nicht müde, Gutes zu tun, denn ihr legt die Grundlage für ein großes Werk. Und aus etwas Kleinem geht das Große hervor. Ich glaube, wir alle haben den Wunsch, Präsident Russell M. Nelsons Aufforderung nachzukommen, auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg vorwärts zu streben. Dieser Wunsch wird in uns gefestigt, wenn wir stets all das Kleine tun, was das Evangelium Jesu Christi und die Führer seiner Kirche uns vermitteln. Ich gebe Zeugnis für den Herrn und rufe seine Segnungen auf all jene herab, die sich bemühen, auf dem von ihm durch Bündnisse vorgezeichneten Weg zu bleiben. Im Namen Jesu Christi. Amen.